Guten Tag. Es ist mir eine Ehre, Sie alle heute im Weißen Haus zu dieser besonderen Veranstaltung zu begrüßen. Mit der Amerika in Genesung und die unglaublichen Organisationen, die Sie unterstützen, geehrt werden. Ich bin unserem Büro für nationale Drogenpolitik und Direktor Jim Carroll sehr dankbar. Ich danke Ihnen, dass Sie diese wichtige Diskussion organisiert haben. Ich freue mich auch, dass ich heute Larry Kudlow, Direktor des Wirtschaftsrates der USA, zu uns gesellt. Ich danke Ihnen und unserem General Jerome Adams. Bevor ich anfange, möchte ich auch Bergman Catching danken und der First Lady. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns sind, ebenso wie Patty McCarthy, der Geschäftsführerin von Faces and Voices of Recovery, deren Organisation den ganzen September über zum Gedenken an den Monat der Genesung in den Vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle spielt. Heute sind wir hier, um zwei wichtige Themen der Rehabilitation hervorzuheben, nämlich die Macht der Ressourcen am Arbeitsplatz und die Rolle, die die persönliche Verbindung zu anderen beim Weg zur Nüchternheit spielt. Diese Themen finden sich auch in meiner Be Best-Initiative wieder. Die gesunde Beziehung und die starke Familie fördert und die Menschen und Programme in unseren Gemeinden unterstützt, um den Kindern die beste Chance auf Erfolg gibt. Lösungen für das Drogenproblem unserer Nation zu finden, war immer etwas, das mir sehr am Herzen lag. Besonders, da es negative Auswirkungen auf Kinder und Familien hat. Als First Lady bin ich in Krankenhäuser und Rehabilitationszentren im ganzen Land gereist und habe die verheerenden Folgen von Drogenmissbrauch und Abhängigkeit gesehen. Ich habe gelernt, dass Sucht und Drogenmissbrauch universelle Themen sind, die nicht nach Einkommen, Alter, Rasse oder Wohnort diskriminieren. Ich glaube, dass Aufklärung und Bewusstseinsbildung zu diesem Thema entscheidend sind. Und diesem schrecklichen Trend zu überwinden, und deshalb bin ich heute hier. Die Coronavirus-Pandemie hat Gefühle der Einsamkeit und Traurigkeit verstärkt. Für gefährdete Bevölkerungsgruppen insbesondere. Sie hat auch das Risiko des Drogenmissbrauchs erhöht. Aber das amerikanische Volk ist stark und immer bereit, sich in der Zeit der Not gegenseitig zu helfen. Mein Mann und seine Regierung setzen sich auch dafür ein, dass niemand zurückgelassen wird. Und vergessene Männer und Frauen werden nicht mehr vergessen sein. Der Gast, den wir heute bei uns haben, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Gemeinden, große und kleine Unternehmen, die bei dieser Veranstaltung vertreten sind, stärken können. Jeder von Ihnen teilt die Verpflichtung und das Verständnis, dass die wirtschaftliche Stärkung und das Gefühl der Zielstrebigkeit eine wichtige Rolle bei der Schaffung nachhaltiger Nüchternheit spielt. Das sind die Fakten am Arbeitsplatz. Und ich bin von allen Geschichten inspiriert. Sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern befähigen ebenfalls den menschlichen Geist. Ich möchte Ihnen allen nochmals für Ihre hervorragende Arbeit danken und dafür, dass Sie unsere Gemeinschaften zu einem viel stärkeren und akzeptierenden Ort für alle Amerikaner gemacht haben. Ich danke Ihnen vielmals und ich möchte mich wieder dem Direktor Pero zuwenden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute alle hier sind. Ich bin stolz auf Ihre Arbeit und Ihre Leistungen. Ich danke Ihnen, Frau Trump, für Ihr anhaltendes Engagement für diese Sache. Es ist mir nun eine große Ehre, Ihnen einige neue Freunde vorzustellen. Ich denke, es ist nur angemessen, dass wir mit einem Gebet beginnen. Und so ist der erste Freund, den ich heute vorstellen möchte, Pfarrer Braun. Und Pfarrer Braun ist der Exekutivdirektor der globalen Rehabilitationsinitiative Spirit Works Foundation. Er ist der Vorsitzende des Vorstandes von Faces and Voices of Recovery, von denen wir in einigen Minuten mehr hören werden. Und er ist auch von Vorsitzender Bischof der Episkopalkirche ernannt worden, um in der Kommission für Beeinträchtigung zu dienen. Würden Sie uns bitte nun mit einem Gebet starten lassen? Wir danken Ihnen dafür.
Lass uns beten. Gott der ganzen Schöpfung, wir danken für diesen herrlichen Tag. Wir danken dir für die Gelegenheit, zusammenzukommen und einander zuzuhören und Hoffnungen, Träume und Möglichkeiten im Zusammenhang mit Fragen der Genesung am Arbeitsplatz auszutauschen. Wir wissen, dass Zweck und Sinn Säulen der Genesung sind. Hilf uns, treue Fürsprecher für sie alle zu sein, die eine sinnvolle Arbeit bedürfen und sich mit gutem Willen an diesem lebhaften Dialog beteiligen. Wir bitten dich, dem Gespräch zu erlauben, sich organisch zu entfalten, dass unsere Differenzen uns nicht in die Quere kommen und dass wir fähig sind, deine Arbeit in der Welt hier zu tun. Wir wissen, dass alle Dinge möglich sind. Entfache in uns dein heiliges Feuer, damit wir diesem wichtigen Thema mutig und kühn sein können. Wir beten für diejenigen, die an Covid-19 leiden, für ihre Familien, Freunde und für diejenigen, die sich um sie kümmern. Wir beten für diejenigen, die mit wirtschaftlichen, finanziellen, gesundheitlichen, rassischen und wohnungspolitischen Unsicherheiten zu kämpfen haben. Und bitten dich, ihre Ängste zu beseitigen und ihr Vertrauen in dich zu stärken. Wir danken für die Feierlichkeiten zum Monat der Genesung und ehren die Millionen von Menschen, deren Leben durch die Genesung wiederhergestellt wurde. Die Familien, die wieder zusammengeführt wurden und die Gemeinschaften, die aufblühen. Wir wissen, dass es viele in unserer Mitte gibt, die ihre Kämpfe fortsetzen. Sei jetzt bei ihnen und lasse sie wissen, dass du immer nur einen Atemzug entfernt bist. Wir beten für diejenigen, die an einer Überdosis und an anderen suchtbedingten Ursachen gestorben sind. Wir beten für Behandlungszentren, Fürsprecherorganisationen, Rehabilitationsorganisationen und all jene, die daran arbeiten, denen zu dienen, die sich in Genesung befinden oder darauf hinarbeiten. Hilf uns, uns immer daran zu erinnern, dass wir das Gesicht und die Stimme der Genesung in diesem Land sind. Wir beten für die hier versammelten Führungspersönlichkeiten, dass sie uns inspirieren, Lösungen zu finden, die Gesundheit und Heilung für alle fordern, die von Drogenkonsum und dann von anderen Abhängigkeiten betroffen sind. Und dass sie uns mit dem Willen und die Fähigkeit ausstatten, diese Lösungen Wirklichkeit werden zu lassen. Setze sie in gute Arbeit fort. In deinem heiligen Namen beten wir. Wir beten zu dir. Amen. Vielen Dank. Amen. Ich danke Ihnen, Pfarrer Braun, für dieses schöne Gebet. Als wir uns zum ersten Mal trafen, war eines der ersten Dinge, die ich tat, Sie zu bitten, für mich zu beten, dass wir weiterhin gut geführt werden können, das Richtige zu tun. Und so hat uns nicht nur der Glaube und natürlich auch die First Lady als unser Nordstern dazu geführt, immer das Richtige zu tun. Wir sind im Weißen Haus auch mit Larry Kudlow gesegnet worden. Larry ist nicht nur ein besonnener Mensch, sondern als Leiter des Wirtschaftsrates hier. Wir sind hier mit Larry, der auch Leiter des Wirtschaftsrates ist und als die wirklich wichtig führende Person in den Vereinigten Staaten in Wirtschaftsfragen ist er allen sicherlich gut bekannt. Aber eine Sache ist meiner Meinung nach noch nicht so gut bekannt. Ich weiß es aufrichtig zu schätzen, dass Larry heute hier ist, um daran teilzunehmen. Und ich bin froh, verkünden zu können, dass er sein 25. Jahr der Abstinenz feiert. Herzlichen Glückwunsch, Larry. Tolle Arbeit. Okay, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank auch an die First Lady. Ich bin Larry Kudlow. Im Juli feierte ich mein 25-jähriges Jubiläum. Ich möchte nicht viel dazu sagen. Meine Geschichte ist keine Ausnahme. Ich möchte nur sagen, dass als der Präsident und die First Lady mir diese Position anboten, war dies die größte Ehre meines Berufslebens. Und ich bin viel länger geblieben, als wahrscheinlich viele Leute gedacht hätten. Es war nicht möglich gewesen oder es wäre nicht möglich gewesen, es wäre undenkbar gewesen, dass ich eine solche Stelle besetzen könnte noch vor 25 Jahren. Ich war ein hoffnungsloser Abhängiger von Alkohol und Drogen. Ich habe mehrmals erfolglos versucht, nüchtern zu werden. Wie viele meiner Leidensgenossen und Freunde habe ich versucht, nüchtern zu werden. Ich bin durch die Hölle gegangen und habe erhebliche Konsequenzen erlitten. Aber ich bin nicht alleine. Die meisten von uns hatten die gleichen Probleme, nehme ich an.
Ich war arbeitslos und nur durch die Gnade Gottes bin ich verheiratet geblieben. Meine Frau, sie ist eine Heilige. Ich habe das schon einmal gesagt, aber wir sind mittlerweile 43 Jahre verheiratet. Es ist ein Wunder, es ist wirklich ein Wunder, aber es war sehr schwierig die ganze Zeit. Es ist wegen meiner Sturheit und meines Eigensinnes und die Schwierigkeit und Konsequenzen, die ich erlernen musste, wie ich mein Verhalten ändern konnte und ein paar einfache Schritte oder Richtlinien befolgen konnte. Diese halfen mir dabei, mein Ziel der Abstinenz und des Entzuges zu verfolgen. Ich glaube heute aufrichtig, dass es das Beste war, das mir je passiert ist. Weil es mich zwang, mich zu ändern und einen neuen Weg zu suchen und zum Glauben zurückzukehren. Im Laufe der Jahre wurde es mir mehr und mehr bewusst. Und so ist es für mich eine Ehre, mit Leidensgenossen zusammen zu sein. Alkoholiker und Arbeitgeber, das kann funktionieren. Denn sie können nicht nüchtern werden, alleine. Aber sie können nüchtern werden. Jeder von uns kann es schaffen. Diejenigen, die noch krank sind und leiden, können das auch. Es ist nicht leicht, aber man kann nüchtern werden. Und man kann es auch bleiben. Man kann ein produktives Leben führen, so wie ich. Wir können lernen, andere Menschen zu helfen, nüchtern zu werden. Und auch nüchtern zu bleiben, damit sie produktiv sein können und einen Beitrag zur Gesellschaft und zum Leben leisten können. Ich halte es für eine phänomenale Sache, dass die First Lady sich in diesem Kampf engagiert hat. Phänomenal. Daher ist es mir eine wirkliche Freude und Ehre, heute hier sein zu dürfen. Ich danke Ihnen für diese tolle Ehre und diese Einladung. Danke sehr. Der Präsident war bemerkenswert. Ich kenne ihn schon viele Jahre. Er hat mich in diese Position gebracht. Ich habe nicht darum gebeten, aber er vertraute mir. Und ich habe ihm nach meinem besten Wissen und Gewissen gedient. Er war bemerkenswert. Wir führten großartige Diskussionen, manchmal sogar Debatten. Er war aber immer ein bemerkenswerter und fairer Mann zu mir. Ich werde auch Folgendes sagen, ausgehend von dem, was die First Lady sagte, über Einsamkeit und Traurigkeit. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Du versuchst, Gutes zu tun, aber du kannst es nicht. Eine Art Paraphrase aus dem großen Buch der anonymen Alkoholiker lautet, und mir wurde klar, dass ich ein hoffnungsloser Alkoholiker war, es wurde auch in meinem Leben deutlich, dass keine menschliche Kraft mich zur Vernunft bringen konnte. Aber ich lernte schließlich, dass Gott für mich da war. Und somit war Gott die Vernunft, die Stimme, die Kraft, die ich brauchte, um trocken zu werden. Ob es sich um eine höhere Macht handelt oder nicht, ich musste meine Schwächen, meine Ohnmacht gegenüber Drogen und Alkohol anerkennen und mit der Hilfe anderer neu anfangen lernen. In meinem Privatleben treffe ich keine einzige wichtige Entscheidung alleine. Denn ich habe eine Liste von sehr vielen schlechten Entscheidungen. Ich habe eine lange Liste von schlechten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Stattdessen gehe ich nun zu meinen Freunden, zu meiner Frau, um Ratschläge und Anregungen zu erhalten und ich folge ihnen in der Regel auch. Das hat bei mir immer gut funktioniert. Es mag für Sie funktionieren oder auch nicht. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert. Als ich mir selbst überlassen war, war es sehr, sehr hässlich. Die Entscheidungen, die ich traf, sie waren nicht gut und ich bereue viele von ihnen. Mich anlehnen zu können und den Rat anderer zu folgen, hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich bin hier und ich habe ein tolles Team und Sie sind ein tolles Team und wir können genau dasselbe tun. Es
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist egal, was sie beruflich tun. Es spielt keine Rolle. Die Sucht ist eine Krankheit. Egal, wer sie sind, sie können sie bekommen. Die Krankheit macht nicht Halt vor ihnen. Und es vergeht kein einziger Tag, an dem ich nicht an meinen Alkoholismus denke. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht morgens mein tägliches Meditationsgebet lese. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen meiner Freunde anrufe oder ihm eine SMS schreibe. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Gelassenheitsgebete spreche. Kein Tag seit 25 Jahren. Und warum das alles? Weil ich es tun muss. Das ist alles, was mich an meine Nüchternheit erinnert. Vielleicht habe ich einen schlechten Tag oder einen guten Tag, schlechte oder gute Prognosen. Vielleicht gebe ich dem Präsidenten heute gute oder schlechte Ratschläge. Das Einzige, was ich ausnahmslos tue, ist, meine Meditation durchzugehen. Und oft, wenn es hier ein wenig intensiv und stressig wird, dann spreche ich das Gelassenheitsgebet noch ein zweites Mal. Das funktioniert. Sie kennen den bekannten Satz, Gott segne Sie alle. Und ich bin gesegnet. Ich hatte Glück, dass ich Gott eine höhere Macht entdeckte und das 12-Stufen-Programm mit dazu. Ich bin in der Lage, meinen Mitalkoholikern, meinen Landsleuten zu helfen. Einen Dienst zu leisten, ist der Höhepunkt meines Lebens. Und ich bin ein alter Mann, aber es ist toll, dass ich die Chance erhalten habe. Ehrlich, es war großartig. Der Präsident kann mich anbrüllen, wenn etwas schief läuft oder schief geht. Spielt keine Rolle. Was auch immer mein schlimmster Tag ist, es ist jetzt besser als jeder Tag zuvor, bevor ich nüchtern wurde. Und das meine ich aufrichtig, denn jeder Tag jetzt ist besser als ein Tag während meiner Abhängigkeit. Geben Sie uns eine Chance. Das ist wirklich alles, worum ich Sie bitte. Geben Sie uns eine zweite Chance. Wir werden versuchen, unserer Verantwortung gerecht zu werden, von der Straße wegzubleiben und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ich helfe dir. Sie können es schaffen. Ich denke, genesene Alkoholiker sind gute Mitarbeiter. Das macht es so großartig, dass die First Lady und Freunde wie Jim und Jerome gekommen sind, um zu helfen. In welcher Eigenschaft auch immer wir heute hier sind oder Sie heute hier sind, in offizieller Funktion, persönlicher Funktion oder wie auch immer. Es kommt sehr selten vor, dass Menschen... Ja, es kommt sehr selten vor, dass Menschen das tun, was sie tun. Deshalb lieben wir sie dafür. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Und wenn Sie mir gestatten, möchte ich mit diesen Gedanken enden. Ich möchte mit den Gedanken enden, dass Gott mir die Gelassenheit gibt, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und ich denke, das ist sehr wichtig für Sie alle. Die Weisheit, um den Unterschied zu kennen. Gott segne Sie alle und lasst uns alle nüchterne Männer und Frauen auf dem glücklichen Weg des Schicksals bleiben. Ich danke Ihnen vielmals. Sie können sehen, warum wir Larry lieben. Und wir lieben es, ihn heute hier zu haben. Wir sind auch gesegnet, jemanden in der Verwaltung zu haben. Wir haben den Arzt der Nation, der fest entschlossen ist, das Leben aller Amerikaner zu schützen, Dr. Jerome Adams. Und wie wir alle an diesem einen Tisch zusammengekommen sind und wie viele Amerikaner verstehen wir, was Sucht in den Familien anrichten kann. Der Schmerz bei einer Beerdigung in einem Krankenhaus oder in einem Behandlungszentrum oder manchmal im Gefängnis. Wir sind gesegnet, dass wir nicht nur sein Fachwissen und seine phänomenale medizinische Ausbildung haben, sondern auch jemanden, der das Thema versteht und den ich anrufen kann, wie ich es so oft tue. Und dann frage ich, was sollen wir tun? Er hat alle Anrufe beantwortet. Bevor ich Sie sprechen lasse, Dr. Adams, war eines der ersten Dinge, die Sie taten, die Anerkennung der Bedeutung von
Naloxon. Das ist wirklich sehr selten und es war revolutionär. Wie ich sehe, haben sie es vor sich. Sie haben es direkt vor sich, das Medikament. Und zum ersten Mal gab er eine Empfehlung heraus, über dieses Thema auch zu sprechen. Deshalb möchte ich jetzt allen Amerikanern meinen Freund vorstellen, dem Sergeant General Dr. Jerome Adams. Bitte sagen Sie doch ein paar Worte. Vielen Dank. Guten Tag allerseits. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier sind, um die Lügen aufzudecken, die vom Drogenmissbrauch in unserem ganzen Land betroffen sind, insbesondere in dieser einzigartigen und schwierigen Zeit. Ich freue mich, hier an der Seite meiner Kollegen zu sein, und ich muss Ihnen sagen, dass ich vor 3 Jahren, als ich diesen Job antrat, niemals bereit gewesen wäre, dies zu tun. Larry Kudlow und Jim Carroll sind 2 meiner besten Freunde. Sie sind es wirklich. Und ich muss auch der leidenschaftlichen Führung unserer First Lady meine Anerkennung aussprechen. Wissen Sie, wie besonders es ist, wenn eine First Lady Frauen besucht, die in einer Klinik für Neugeborene Abstinenzsyndrom sind? Wenn wir über das Aufbrechen der Stigmatisierung sprechen, dann war das ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Wie Larry sagte, haben sich viele, viele Menschen viel zu lange ungehört gefühlt. Sie haben so viele Menschen in ihrem ganzen Land das Gefühl gegeben, würdig zu sein und sich allein durch ihre Anwesenheit gehört zu fühlen. Dafür möchte ich Ihnen danken, First Lady. Ich bin froh, die Leute der Organisation zu sehen, die an diesem Tisch sitzen und hier jeden Tag zusammenkommen, um die vielen Epidemien, die wir in diesem Land ausgesetzt sind, die chronischen Viruserkrankungen und die Drogen einzudämmen. September ist der Monat der nationalen Rehabilitation. Und obwohl es nur ein Monat ist, senden wir eine wichtige Botschaft aus, die uns das ganze Jahr über als Leitfaden dienen sollte. Diese Botschaft, mit der uns Larry kraftvoll gerade erst ein wenig vertrauter geworden ist, zeigt uns, dass Genesung möglich ist. Es ist eine Botschaft, die ich versuche, überall mit hinzunehmen. Ich treffe mich mit Menschen, die nüchtern sein wollen. Und wenn ich mir ihre Angehörigen und Gemeindemitgliedern ansehe, die Unterstützung leisten wollen, so sehe ich Hoffnung. In vielen dieser Gespräche sehe ich aus erster Hand die Ergebnisse, die Menschen, die gegen die Sucht kämpfen, mit der Pflege verbunden sind und die nachhaltige Unterstützung anbieten, die sie auf dem Weg zur Genesung brauchen. Ich freue mich, Larry aus einem anderen Grund auch hier zu sehen. Die öffentliche Gesundheit übersieht einen wichtigen Punkt in der Genesung, den Arbeitsplatz. Selbst wenn er virtuell ist, wie es momentan der Fall ist, bin ich überzeugt, dass der Arbeitsplatz eine entscheidende Komponente der Unterstützung für diejenigen bleibt, die mit der Sucht zu kämpfen haben. Schätzungsweise 2/3 der Personen, die Opioide missbrauchen, sind erwerbstätig. Ich erinnere mich, dass ich Fort Wayne in Indiana besucht habe und der dortige Gesundheitsbeauftragte mir erzählte, dass 70% der Ex-Süchtigen in ihrem Bezirk zu den Erwerbstätigen gehörten. Wenn man bedenkt, dass viel Zeit Angestellte am Arbeitsplatz verbringen, ist es möglich, dass sich viele dieser Personen während ihrer Arbeit dem Drogenmissbrauch zuwenden. Die Raten des Drogenmissbrauchs in den Schlüsselindustrien wie die Beherbergungs- und Nahrungsmittelindustrie, das Baugewerbe und der Bergbau sind sehr hoch. Aus den Daten geht hervor, dass jeder 5. Beschäftigte in der Beherbergungs- und Nahrungsmittelindustrie im letzten Monat über illegalen Drogenkonsum berichtete. Jeder 5. Drogenmissbrauch und Sucht ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern führt auch zu Fehlzeiten, hohen Fluktuationsraten, Verletzungen und vermindert die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Deshalb müssen wir das Problem ganzheitlich angehen. Auf der anderen Seite, und das ist entscheidend, wissen wir, dass die Erwerbsarbeit ein wichtiger Teil des Gesundbleibens ist. Zusammen mit einer stabilen Wohnung ist eine sinnvoll und angemessen bezahlte Arbeit einer der besten Prädikatoren für eine erfolgreiche Genesung. Ich habe Orte wie die Bäckerei Greystone besucht, die den Menschen eine Chance auf Arbeit gibt. Und habe dort festgestellt, dass sie, wie Larry beispielhaft gezeigt hat, oft die loyalsten und beständigsten und produktivsten Mitarbeiter sind, die ein Unternehmen hat, wenn man ihnen eine Chance gibt.
Wir wissen, dass gesunde Mitarbeiter, Arbeitsplätze und Gemeinschaften zu Wohlstand verhelfen und dass das, was gut für die Gesundheit ist, sowohl geistig als auch körperlich gut für das Geschäft ist. Ein wichtiger und noch zu oft übersehender Berührungspunkt für die Genesung ist die Überdosierung. Deshalb konzentrieren sich meine Büroleiterin, die Sperrzone in die Hände von Gemeindemitgliedern zu legen, um die Todesfälle durch Überdosis im Zusammenhang mit Opioiden zu verringern. Im April 2018 gab es in meiner ersten Empfehlung seit über 10 Jahren, in dem ich die Bedeutung der Schleusenzone hervorgehoben habe und erläuterte, wie wir sie nutzen können, um die Todesfälle durch Opioid-Überdosierungen einzudämmen. Wenn der Geheimdienst mich nicht umbringt, würde ich das ganz gerne einmal an der First Lady demonstrieren, wie man diese Schleusenzone mit dem Finger ganz einfach bedienen kann. Genau, geben Sie dem einfach einen kleinen Stups. So einfach ist es, ein Leben zu retten. Das ist es schon. So einfach ist es. Jeder von uns kann das tun. Das ist das gesamte Marineforum. Es ist das Büro, denn seit Beginn dieser Verwaltung haben wir eine 400-prozentige Zunahme der verabreichten Menge in der Schleusenzone erlebt. Und das bedeutet, dass Leben gerettet werden in Gemeinden im ganzen Land. Vielen Dank an Sie alle, denn wir haben die Botschaft verbreitet. Wir zeigen gutes Benehmen, aber wie Sie alle sind Sie diejenigen, auf die es in der Gemeindeebene ankommt und diejenigen, die es umsetzen. Ich weiß, dass die Ersthelfer große Anstrengungen unternommen haben, um sicherzustellen, dass das Personal Naloxon während des Dienstes mit sich führt. Aber ich bin mit Owen und der CDC dankbar, dass sie die Richtlinien für unsere Helden an der Front formuliert haben, einschließlich der Polizisten und Feuerwehrleute, die diese lebensrettende Droge verabreichen und gleichzeitig vor COVID-19 sicher sein können. Covid ist keine Entschuldigung dafür, jemanden an einer Überdosis sterben zu lassen. Es ist ein risikoarmes Unterfangen und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Leben retten können. Es ist auch wichtig, dass wir diejenigen, die über unsere traditionellen Ersthelfer hinausgehen, ermutigen, Naloxon mit sich zu führen. Darunter Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Lehrer, Trainer, Eltern und Freunde. Und dass die First Lady über die Zusammenarbeit mit neuen und nicht traditionellen Partnern spricht. Ich setze mich auch dafür ein, sorgfältig mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, um die Opioid-Krise aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen. Viele von Ihnen erinnern sich an den Mann C. Everett Koop, einer meiner Vorgänger. In den 80er Jahren gab er eine Broschüre mit dem Titel Verständnis helfen für jeden Haushalt in Amerika heraus. Erinnert sich jemand daran? Es zeigte Wege auf, wie sich jeder engagieren kann, um die HIV-Epidemie zu stoppen. Die Opioid-Krise erfordert einen ähnlichen Ansatz. Mein Büro hat einen Blick auf das 21. Jahrhundert geworfen und eine digitale Postkarte herausgegeben, die Amerikaner über die Krise aufklärt. Die Postkarte enthält konkrete Maßnahmen für einzelne Bürger, um das Bewusstsein zu schärfen, der Sucht vorzubeugen und Überdosierungen zu stoppen. Und ich hoffe, Sie besuchen meine Webseite unter general.gov. Laden Sie die digitale Postkarte herunter und teilen Sie mit Ihren Freunden. Teilen Sie sie online auf Ihren sozialen Kanälen. Zusätzlich ermutigt die Postkarte auch, Ihre Geschichte zu erzählen, so wie Larry das gerade getan hat, um die Stigmatisierung abzubauen. Wir wissen, dass Sucht kompliziert ist und wir müssen uns dafür einsetzen, dass jeder versteht, dass es sich um eine Krankheit handelt und nicht um einen moralischen Fehler. Es kann jedem passieren. Wenn wir das nicht tun, bleibe ich davon überzeugt, dass die Stigmatisierung einer der größten Killer bleibt. Wenn ich unsere Angehörigen und Familien nicht wohlfühlen, sich um Hilfe zu bitten, werden wir nie in der Lage sein, sie zu denen zu bringen, die sie am meisten brauchen. Deshalb möchte ich auch einen Gruß an die First Lady aus North Dakota aussprechen, die mit ihren Geschichten öffentlich machte, und so bricht man nämlich das Stigma einer First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Mutter, die First Lady aus Dakota, die ihre Geschichte teilte, Larry, der in so einer Position ist und seine Geschichte erklärt. Ich persönlich kenne die Auswirkungen von Drogenmissbrauch und der Abhängigkeit nicht nur aus dem Einzelnen, sondern aus der gesamten Familie. Sie betreffen Freunde und Familien und die Gemeinschaft. Es gibt nicht nur selten eine Person, die unter der Sucht leidet. Es gibt eine Gemeinschaft und ein Individuum herum, das leidet, die ebenfalls leiden. Mein eigener Bruder Philip kämpft mit psychischen Problemen und mit Selbstmedikation, um damit fertig zu werden.
Die gute Nachricht ist, dass wir gemeinsam Fortschritte bei der Verbesserung der Behandlung von Drogenmissbrauch gemacht haben. Mein kleiner Bruder hat mehr Chancen als die Menschen in der Vergangenheit. Während Behandlungen und Dienstleistungen zunehmend verfügbar und zugänglich sind, haben wir noch so viel zu tun, um sicherzustellen, dass jeder Mensch unabhängig von Ethnie, Geschlecht oder Geografie die Unterstützung erhält, die er zur Genesung benötigt. Wie viele von Ihnen möchte ich helfen, nicht nur den Wasserhahn zuzudrehen. Wir alle müssen weiterhin Interventionen fördern und sie investieren, die die Sucht von vornherein verhindert. Indem wir psychische Gesundheitszustände behandeln, medizinische, psychische und physische Gesundheit integrieren, indem wir das Bewusstsein für ungünstige Kindheitserlebnisse schärfen und daran arbeiten, sie zu verhindern. Indem wir eine Versorgung für Traumata fördern. Viel zu oft traumatisieren wir Menschen. Wir wollen daran arbeiten, den Missbrauch von Drogen durch Jugendliche zu verhindern, die nachweislich die Entwicklung des Gehirns beeinflussen, einschließlich Vaping, der Marihuana-Konsum und des Alkoholmissbrauchs. Abschließend möchte ich also auch noch bitten, sich mir bei dieser wichtigen Arbeit anzuschließen und ihre Bemühungen fortzusetzen, Gemeinden, eine Person, eine Familie, einen Arbeitsplatz nach der anderen zu stärken und zu bereichern. Ich weiß, dass wir das schaffen können. Der Beweis liegt hier vor mir. Sie alle sind heute hier. Wir müssen nur allen helfen, zu verstehen. Sucht ist eine Krankheit und kein moralisches Versagen. Aber Heilung ist möglich. Wir können es gemeinsam schaffen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Thank you, General Adams. Ich danke General Adams. Er hat mir ein wenig die Show gestohlen. Ich habe nur die Ehre, eine weitere Freundin aus North Dakota vorzustellen. Die First Lady Bergen ist eine ausgesprochene Fürsprecherin für diejenigen, die keine Stimme haben. Sie feiert 18 Jahre Abstinenz und sie sorgt dafür, dass die Menschen dem Stigma und der Sucht entfliehen können. Durch die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, dem Gouverneur, sind sie in der Lage, eine Arbeit zu finden, ihr Leben neu zu beginnen, so wie es die First Lady Trump aufgetragen hat. Damit diese Menschen wissen, dass sie ein Zuhause haben. Ein Dank an die Arbeitgeber in North Dakota und wie sie sich hier am Tisch, das ganze Land sich zeigt, wie sie hier alle am Tisch zusammensitzen. So wie sich die First Lady und die Vorsitzende des North Dakota Office of Recovery Advisory Council neu erfunden hat, möchte ich Ihnen allen meine Freunde, die First Lady von North Dakota, Catherine Bergen, vorstellen. Catherine, möchten Sie denn jetzt auch bitte ein paar Worte sagen? Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen und zu hören und Ihre Geschichte zu hören. Ich danke Ihnen. Thank you. Thanks so much. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Carol. Ich fühle mich geehrt, heute bei Ihnen zu sein. Vielen Dank, dass Sie mich in diese wichtige Diskussion eingezogen haben. Und auch für die unglaubliche Arbeit, die das Office of National Drug Control Police leistet, um so viele Menschen in unserem Land zu unterstützen und zu betreuen. First Lady, vielen Dank für Ihre tolle Initiative Be Best, insbesondere für Ihren Fokus auf die Opioide und für Ihr Engagement und Ihren Aufruf zum Handeln und dazu beizutragen, das Stigma einer Krankheit wie der Sucht zu beseitigen. Wie jeder weiß, ist der September der Monat der Genesung. Und wie Carol bereits erwähnte, bin ich nun seit 18 Jahren in der Genesung von einer Alkoholabhängigkeit. Ich bin zutiefst dankbar, denn auch ich wäre wie Larry heute nicht hier im Weißen Haus. Ich weiß nicht, wo ich ohne meinen Entzug wäre. Deshalb bin ich dankbar, meinen Kampf mit der Sucht begonnen zu haben. Er begann, als ich sehr jung war, als ich in Highschool war. Er verfolgte mich 20 Jahre lang meines Lebens, darunter 8 Jahre, in denen ich rückfällig wurde. 2 Dinge waren wichtig für mich, für meine Genesung. Das war zum einen, um Hilfe zu bitten und zum zweiten, die unglaubliche Unterstützung meines Arbeitsumfeldes und ein zutiefst verständnisvoller Teamleiter, der mir
entscheidend dabei half, Genesung zu finden. Als ich First Lady wurde, beschloss ich, meine Suchtgeschichte öffentlich zu machen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 15 Jahre hinter mir, was den Governor und mich dazu veranlasste, eine Initiative namens Genesung neu zu erfinden, die eigentlich als eintägige Veranstaltung begann und sich darauf konzentrierte, das Stigma der Sucht zu beseitigen. Aber es hat sich wirklich eine landesweite Initiative verwandelt, bei der sich viele Menschen auf die Beseitigung des Stigmas konzentrieren. In den ersten Jahren, in denen wir die Konferenz ausgerichtet haben, hatten wir ein Publikum, das sich bereits intensiv mit Genesung und Sucht befasste. Vor etwa 2 Jahren drehten wir dann unsere Kampagne um und wir fokussierten uns auf die Unternehmen von Amerika, das nicht ein traditionelles Publikum ist. Aber es hatte einen besonderen Einfluss auf das Stigma. Deshalb haben wir dieses Jahr die Genesung neu erfunden. Unsere 4. Genesung, die neu erfunden wurde, ist am 28. Oktober. Es wird ein virtuelles Event sein, zu dem Sie alle sehr herzlich eingeladen sind, und es dient dem Abbau des Stigmas der Sucht am Arbeitsplatz. Als wir vor einem Jahr dazu übergingen, beschloss ich, dass ich mich auf Unternehmen konzentrieren würde und die Beseitigung des Stigmas so angehen würde. Also sprach ich vor 2 großen Zuhörern. Das eine war die Handelskammer für den Bundesstaat North Dakota und das zweite war beim Gipfeltreffen des öffentlichen Sektors des Amazon-Webdienstes. Dann beschloss ich, diese Veranstaltung hinzuzufügen. Ich bat die Leute, sich zu mir zu stellen und ein Gesicht und eine Stimme für den Entzug und für den Kampf gegen die Sucht zu zeigen. Und viele große Unternehmen taten das. Viele dieser wichtigen Leute haben sich zu mir gestellt und hinter mich gestellt, um meinen Rücken zu stärken. Es gab donnernden Applaus und Unterstützung. Das ist wirklich, was wir vor allem in einem genesungsfreundlichen Arbeitsplatzumfeld wollen. Es sollte eine Umgebung sein, in der es keine Schande ist, zuzugeben, dass man sich im Entzug befindet und dass man eine Geschichte und eine Stimme hat oder dass man eine Person ist, die kämpft und in Not ist und vielleicht Hilfe braucht. In North Dakota sind wir uns alle einig über das Konzept der Peer-Support-Spezialisten. Es gibt 2 Gründe, warum wir alle dieses Konzept eingebunden sind. Erstens, weil 50% unseres Bundesstaates sehr rural sind und wir werden nie alle Gesundheitsdienste haben, die wir brauchen, um die Menschen in allen Ecken unseres Staates zu erreichen. Und zum anderen, weil es ein Karriereweg ist. Es ist ein Karriereweg für Menschen, die mit Sucht zu kämpfen haben und kriminelle Hintergründe haben und keine Arbeit finden. Es ist also auch eine Karrieremöglichkeit, denn wir haben 472 Menschen in unserem Bundesstaat ausgebildet, die als Peer-Support-Spezialisten arbeiten. Wir haben eine Zertifizierung für sie. Medicaid erstattet nun auch in unserem Bundesstaat die Kosten für diese Dienstleistung. Bei dieser neu erfundenen Genesungsveranstaltung, die wir am 28. Oktober haben, konzentrieren wir uns auf die vielen Menschen, die wir feiern, Menschen, die Dinge anders machen, um Menschen zu helfen, die mit Sucht zu kämpfen haben. In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf ein Unternehmen namens Solid Comfort, das Möbel aus für Marriott, Hilton und Best Western Hotels herstellt. 75% ihrer derzeitigen Mitarbeiter haben entweder mit Sucht zu tun oder haben einen kriminellen Hintergrund und wurden inhaftiert. Sie ziehen diesen Kandidatenpool an durch ihr Programm namens Solider Start. Sie rekrutieren aktive Mitglieder, die inhaftiert waren. Sie nehmen an Jobmessen innerhalb der Gefängnismauern teil. Und diese stetige Pipeline von Leuten aufrechtzuerhalten, die an ihrem Standort zur Arbeit kommen. Sie glauben, dass das größte Nutzen für sie nicht nur ein gutes Geschäft ist, sondern dass die Gemeinden, denen sie dienen, den Menschen eine zweite Chance geben wird, ihr Leben neu zu gestalten. Wenn es uns allen besser geht, profitieren wir alle davon. Das ist ihre Einstellung. Abschließend glaube ich, dass die beiden wirkungsvollen Empfehlungen, die ich heute zur Unterstützung des Aufbaus von Arbeitsplätzen aussprechen kann. Die erste ist, Unternehmen zu ermutigen, Verträge mit Peer-Support-Spezialisten abzuschließen. Nummer 2, Führungskräfte und Manager auf leitender Ebene sollten sich darauf konzentrieren, Stigma zu beseitigen, indem sie offen über Sucht und psychische Krankheiten sprechen, was sich zu einer Kultur der Offenheit und einer sicheren Umgebung entwickeln kann. Um für die Probleme zu sprechen, mit denen sie konfrontiert sind, fängt es an der obersten Ebene an. Es ist nicht nur eine
Aufgabe der Personalabteilung, Kultur in Organisationen zu schaffen, die Transparenz fördert, sondern es ist für uns alle eine Aufgabe, dies zu tun. Und deshalb danke ich Ihnen noch einmal, dass Sie mich eingeladen haben, heute hier an dieser Diskussion teilzunehmen. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Vielen Dank. Das war sehr gut. Frau Trump, ich weiß nicht, ob ich es bereits erwähnt habe. Ich habe im Westjordanland für Ihren Mann in einer anderen Funktion gearbeitet und begann hinter den Kulissen mit Kellyanne Conway an diesem Thema zu arbeiten, als mir klar wurde, dass diese Stelle offen war. Vor etwa 2,5 Jahren erhielt ich einen Anruf meiner Frau und es stellte sich heraus, dass ein Familienmitglied an diesem Tag in eine Suchtklinik eingewiesen werden musste. So wusste ich, dass ich diese Position wollte, dass... Als ich mich mit dem Präsidenten traf und wir über dieses Thema gesprochen hatten, auch über seinen Bruder Fred, der daran gestorben ist, seine Abschiedsworte waren zu mir, sei unerbitterlich und rette Leben. Es war mein Auftrag an meine Mitarbeiter, in dieser Sache unerbitterlich zu sein. Die nächste Person, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist jemand, der dies wirklich verkörpert und unerbitterlich ist. Auch wenn sie nicht wusste, dass der Präsident mich aufgefordert hat, dies zu tun. Er ist jemand oder die Person ist jemand, von dem ich glaube, dass sie das jeden Tag tut. Patty McCarthy, die Geschäftsführerin von Voices and Faces of Recovery. Als ich den Job annahm und vorbeikam, wurde mir gesagt, sie sei die erste Person, die ich treffen müsste, denn sie ist die nationale Sprecherin für Menschen in Genesung. Sie war eine Verbündete und hat wichtige Gesetze durchgesetzt und dafür gesorgt, dass die Leute im Capitol Hill uns zuhören und auch hier im Weißen Haus. Nun möchte ich Ihnen meine Freundin vorstellen, Patty. Ich bin Ihnen sehr dankbar und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ein paar Worte an uns alle richten würden. Also, vielen Dank, Patty. Bitte legen Sie los. Guten Tag und einen guten Monat der Genesung. Es ist großartig, hier zu sein. Ich bin Patty McCarthy und ich bin in langfristiger Genesung. Das bedeutet für mich, dass ich über 30 Jahre weder Alkohol noch Drogen konsumiert habe. Ich sage das, weil ich ohne meine Genesung mit Sicherheit nicht hier im Weißen Haus sitzen würde. Ich wäre nicht die Mutter, Großmutter, Arbeitnehmerin oder Arbeitgeber, Steuerzahler und Wähler, die ich heute bin, wenn ich nicht die Möglichkeit gegeben hätte des Entzugs. Ich möchte einen großen Dank aussprechen und der First Lady für ihre netten Bemerkungen und Unterstützung der Genesungsgemeinde sowie dem Direktor Carol dafür danken, dass sie uns in der Genesungsbefürwortungsbewegung und bei Faces and Voices of Recovery immer unterstützt haben. Ich bin Faces und Voices unglaublich dankbar, Teil dieser Diskussion zu sein. Und wir sind seit über 20 Jahren dabei und führen seit über 20 Jahren eine Advocacy-Bewegung an der Basis für Menschen im Entzug und für Familienmitglieder, Freunde, Verbündete, die Teil der Genesung sind. Es ist eine unglaubliche Bewegung, die über 23 Millionen Amerikaner vertritt, die sich im Entzug befinden. Es ist international gewachsen. Wir haben jetzt auch Faces of Recovery in Kanada, Brasilien, Südafrika und Großbritannien. Die Bewegung der Befürworter der Genesung ist unglaublich stark und wir möchten alle ermutigen, sich zu engagieren. Ich arbeite mit einem unglaublichen Team von Menschen zusammen, die sich dafür einsetzen, das Bewusstsein zu schärfen, die Stigmatisierung zu bekämpfen und für die Rechte von Menschen zu kämpfen, insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Beschäftigung und der Wohnung, der Strafjustiz, die für Menschen gerade im Aufschwung oft ein Hindernis darstellen. Und die Hilfe zu finden, die sie brauchen, um ein produktives und sinnvolles Leben zu führen. Wir arbeiten auch daran, die Gemeinschaft der Menschen in Abstinenz im ganzen Land zu organisieren und zu mobilisieren. Ich habe so viele Graswurzelorganisationen besucht, die ihre Geschichten erzählt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns engagieren und an dem Gespräch teilnehmen, dass Menschen in Genesung Teil der Lösung werden. Wir wissen, dass Genesung nicht nur wahrscheinlich ist, sondern das effektive Ergebnis, wenn man die geeigneten Behandlungs- und Genesungsunterstützungsdienste zur Verfügung stellt. Wir werden also weiterhin dafür und auf jeder weiteren Ebene dafür kämpfen, dass die Genesungsgemeinschaft zusammenkommt, mobilisiert wird und wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen, um darüber zu diskutieren, wie wir Lösungen finden und schaffen können.
Es ist einfach eine Freude, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die von der Sucht betroffen sind und die sie überwunden haben und jetzt in Abstinenz leben. Insbesondere mit der Arbeit von Organisationen, die die Kinder unterstützen. Denn die Kinder sind die größten Gewinner, wirklich die größten Gewinner, wenn es darum geht, dass ihre Eltern genesen, dass ihre Eltern abstinent sind und ihren Entzug durchziehen. Kinder profitieren am meisten davon. Und deswegen möchte ich Ihnen allen noch einmal danken. Und ich denke, es ist sehr wichtig, wenn wir den Fokus hier auch auf die Familien und auf die Genesung aller legen. Noch einmal möchte ich Ihnen danken. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Und ich möchte nun wieder zurück an Carol geben. Toll, dass wir hier heute alle sind. When parents find recovery. So very grateful to be here and thank you very much. Mrs. Trump, I know you have another obligation to Frau Trump, ich weiß, dass Sie noch eine andere Verpflichtung haben. Nein, ich habe eine Überraschung. Ich habe meinen Zeitplan geändert, dass ich die Geschichten sehr gerne hören möchte, die hier erstaunliche Biografien, die ich gelesen habe von den tollen Menschen. Ich möchte gerne bleiben und sie alle hören. Das ist fantastisch. Das ist wirklich toll. Wir sind gesegnet mit Frau Trump als First Lady, die uns diesem Thema so sehr unterstützt. Die härteste Person im Raum, die ich wirklich für mich gewinnen konnte, war wahrscheinlich Mrs. McCarthy, Patty. Ich war mir nicht sicher, als ich hereinkam, ob ich ein Anwalt sein würde oder nicht, aber meine Familienmitglieder zu haben, die an der Sucht erkrankt sind, sie, Patty, bei Dr. Adams, Philip, es ist sehr hart, es ist wirklich sehr hart. Und Patty ist nicht schüchtern und ich bin auch nicht schüchtern, zuzugeben, dass ich zum Telefon greife und Dr. Adams anrufe. Und Patty ist nicht schüchtern, mich anzurufen und mich um Rat zu bitten. Das soll als Kompliment gemeint sein. Es ist wichtig, dass wir Leute wie Sie in der Nähe haben, um sicherzustellen, dass wir das Richtige tun. Aber es ist auch wichtig, dass wir hier im Weißen Haus mit einem Büro dafür sorgen, dass wir als Drogenberater Leute haben, die viel näher dran sind, die sicherstellen können, dass das Richtige getan wird. Und so beginnen wir den nächsten Teil des Gremiums mit einer dieser tollen Personen und mein Kollege Peter. Er ist seit 10 Jahren im Office of National Drug Control Policy und eine Person, die sich langfristig auch schon in der Abstinenz, in der Genesung befindet. Und ich möchte anerkennen, dass wir heute Leute im Publikum haben, die vielleicht nicht am Tisch sitzen, aber ihre Arbeit ist auch sehr wichtig für die Genesung. Sie sind heute hier und wissen, wie Genesung funktioniert und dass es funktioniert. Wir hatten auch Eltern, die ein Kind verloren haben. Und wir wissen, wie schwer das sein muss. Wir sind mit Peter gesegnet und er ist ebenfalls nicht gerade schüchtern, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass das Richtige getan wird und dass das Richtige für Menschen in Genesung getan wird. Peter, wenn Sie also den nächsten Teil übernehmen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bitte führen Sie doch einmal das Plenum an. Ich danke Ihnen. Das ist toll. Auf jeden Fall. Mein Name ist Peter. Ich bin eine Person in Genesung. Das bedeutet für mich, dass ich heute an einem Tisch sitze, wie ich wahrscheinlich mir hätte nicht vorstellen können, jemals hier dran zu sitzen. Ich war sehr weit entfernt von diesem Punkt. Und bei meiner eigenen Erfahrung können wahrscheinlich sehr viele Leute sich damit auch identifizieren. Was ich tun möchte, ist, dass sich jeder einmal kurz vorstellt, dass sie einmal ihren Namen und ihre Organisation, für die sie arbeiten, erwähnen können. Bitte keine lange Ausführung, denn wir wollen uns die Zeit nehmen, damit wir noch über die Themen reden können. Und fangen wir doch gleich mit Ihnen an. Douglas, starten Sie doch bitte. Hallo, ich bin Doug. Ich bin hier als Vertreter der Retrofit-Karrieren. Ich bin ein Arbeitgeber und ich bin seit 36 Jahren im Baugewerbe tätig und ich befinde mich auch im Entzug. In dieser Zeit habe ich eine Menge Leute mit mir arbeiten lassen, die sich in dem Entzug befinden. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Leute großartige Mitarbeiter sind. Ich habe das abends am Telefon gemacht, bis ein Coach mich ansprach und er sagte zu mir, warum starten wir nicht eine Webseite?
Wir sahen uns um, weil wir dachten, es müsste bereits eine Webseite geben, die sich mit diesem Thema befasst. Menschen in Genesung. Und Menschen zusammenzubringen, damit sie einen Job finden, um die diese Menschen einstellen wollen. Aber es gab niemanden. Also gründeten wir eine Firma namens Retrofit Karrieren. Es gab viele Herausforderungen, um Arbeitnehmer dazu zu bringen, Ex-Alkoholiker wie mich zum Beispiel einzustellen. Ich bin im Baugewerbe tätig und Coach im Vertrieb. Und wir haben noch sehr viel mehr zu sagen, aber natürlich im Interesse der Zeit mache ich hier einmal Schluss. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir eine wirkliche Ehre. Ich danke Ihnen, Jim. Das war wirklich toll. Danke. Ja, ich gebe einfach mal weiter, damit das hier nicht zu lang wird. Thank you, Jim. Mein Name ist Sean Moser. Ich arbeite bei Tony Lukes in Philadelphia. Wir haben die Initiative Recovered Futures. Der Grund dafür, dass wir damit begonnen haben, war, dass wir Zeuge des Stigmas wurden, das die Sucht umgibt. Der Karrierewunsch von Tonys Sohn wurde stikaniert und beeinträchtigt seine Nüchternheit. Das hat ihm letztendlich auch das Leben gekostet. Tony Locke Jr. Tony Luke steht nun hinter mir und er hat eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, das Berufsleben von Menschen in Genesung zu stärken. Wir haben ein Franchise-System und wir arbeiten eifrig daran, Menschen in der Genesungsphase in den Besitz eines eigenen Franchise-Systems zu bringen. Wir glauben, dass das Stigma der Sucht enden muss, um Menschen dabei zu helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln, Berufserfahrung zu sammeln und berufliche Fähigkeiten zu erwerben. Dies macht unsere langfristigen Ziele wahr. Recover Futures glaubt, dass das soziale Stigma, das mit der Sucht einhergeht, das Haupthindernis zwischen denjenigen, die sich in der Genesung befinden und der Verwirklichung ihres vollen beruflichen Potenzials steht. Wir arbeiten fleißig daran, die Menschen durchzubringen und durch harte Arbeit ihr eigenes Unternehmen besitzen zu können. Wir wollen damit beginnen, Hilfe von staatlicher Ebene zu erhalten. Also sind wir sehr aufgeregt, dass wir damit starten können. Das ist super toll. Vielen, vielen Dank. Es ist fantastisch, wirklich. Wir sind auch gesegnet, Toni hier zu haben. Und ich weiß, dass Sie all dieses im Gedanken von Ihrem Sohn tun. Ja, das möchte ich auch noch einmal bestätigen. Wir finden es wirklich toll, dass Sie das alles im Gedenken an Ihren Sohn tun. Wir hatten die großartige Gelegenheit, uns zu treffen, als ich bei Ihnen war. Wenn ich unterwegs bin, esse ich an vielen Orten, also auch bei Tony Lukes. Und ich bin mir sicher, mein Arzt wird sagen, ich sollte mehr darauf achten, was ich esse. Ich möchte nur sagen, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist. Ja, ja. Ich möchte auch noch kurz anbringen, dass es nicht nur um die Beschäftigung geht. Es ist eine Erwerbstätigkeit und ein Weg dorthin. Denn was wir bei meinen Reisen oder was ich bei meinen Reisen durchs Land gesehen habe, ist, dass die Beschäftigung wichtig ist. Das führt zu Frustration, wenn man das nicht hat, Angst, Depression und zu dem Gefühl, dass sie nicht aus dem Loch herauskommen können. Deshalb wollte ich das hervorheben und mich dafür bedanken, dass sie diesen Weg geschaffen haben. Man muss eine Vision haben. Danke dafür, dass Sie das erkannt haben. Für uns ist das der Kern dessen, was wir versuchen zu tun. Alle, die wir hier sind, haben, ja, das stimmt, alle, die wir hier sind, wollen an der Genesung arbeiten. Das sind alles sehr intelligente Menschen. Und leider führt das Stigma dazu, dass die Menschen in Sackgassenjobs gebracht werden. In unserem Unternehmen gibt es kein Stigma. Ganz und gar nicht. Und darauf arbeiten wir hin, dass dieses Arbeitsklima weiter verbreitet wird. Genau, das war es auch schon. Und danke, dass Sie da nochmal darauf hingewiesen haben. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich. Vielen Dank. Bitte versuchen Sie sich noch einmal kurz zu fassen, damit wir die Diskussion am Ende führen können.
Ich bin John Mazar. Ich bin der Gründer und Eigentümer des modernen Unternehmens Ventanas, des nüchternen Lebens. Ich bin Designer und Künstler und ich befinde mich auch in Genesung und bin dankbar dafür. Was ich getan habe, ist etwas, um die Atmosphäre der Menschen zu verändern, die sich eine tatsächliche Veränderung ihres Lebens wünschen. Wir entwerfen eine Reihe wunderschöner Möbel, die sowohl für den kommerziellen als auch für den privaten Gebrauch bestimmt sind. Ein Teil des Erlöses fließt in die Unterstützung von Menschen in ihrer kontinuierlichen Abstinenz. Ein schönes, nüchternes Wohnprogramm, das ein offenes Ende hat. Wir haben eine stigmafreie Umgebung und ich hatte die Gelegenheit, die Beziehungen, die ich in meinem früheren Leben als Innenarchitekt geknüpft hatte, nutzen zu können, bevor ich mich auf das wirklich Wichtige konzentriert habe. Ich wurde von progressiven Unternehmen ermutigt, dies zu tun. Eines der Dinge ist die Symbolik des Schmiedens. Wir arbeiten hauptsächlich mit Stahl, weil es ein US-Produkt ist, aber noch wichtiger, weil man beim Schmieden etwas zerstören muss. Und die Menschen, die in Genesung leben, sind stärker, ähnlich wie Stahl. Erst wird etwas zerstört, um etwas Wunderschönes und Tolles nachher zu schaffen. Es ist für sie ein Triumph und für die Dinge, die sie durchgemacht haben, um dorthin zu gelangen. Und deshalb bin ich wirklich dankbar, hier zu sein. Und ich bin dankbar, Ihnen mein Unternehmen vorzustellen und für die Möglichkeit, diese Plattform zu haben, um meine Arbeit an Sie weiterzugeben. Es ist wirklich ein Triumph für uns alle. Und ich möchte einfach noch einmal betonen, wie dankbar ich bin, diese Plattform nutzen zu können. Danke sehr. Ich bin Tyler Libby, der Einsatzkoordinator von Hope Inc. im Sitz mit Wisconsin. Ich befinde mich in der Genesungsphase und bin dankbar für die Genesung, in einer freundlichen Umgebung arbeiten zu können, die großartige Karriereentwicklungen bietet. Ich lasse Peter ein wenig mehr darüber erklären. Hallo, ich bin Peter, der Geschäftsführer von Hope Inc. in Wisconsin. Ich selbst befinde mich seit 26 Jahren in Genesung und seitdem ich 18 Jahre alt war, war meine Leidenschaft zu lernen und im täglichen Leben Teil dieses Prozesses zu sein. Ein Programm, das wir in den letzten 2 Jahren geschaffen haben, heißt Recovery Business Association. Wir gehen zu den Arbeitgebern, wir bringen ihnen bei, wie sie sich eine Kultur und ein Umfeld schaffen, in denen Entzug funktioniert. Und wir unterstützen das auch mit unseren Kollegen. Wir wollen Transparenz schaffen. Hallo, ich bin Lisa Scheller und ich bin die Gründerin eines Cafés und ich möchte zuerst mich bei Ihnen bedanken, First Lady, Direktor Carol, Dr. Adams, Larry und bei allen in diesem Raum für alles, was Sie tun, um den Entzug und das Stigma zu normalisieren und zu helfen, diese Opioid-Epidemie zu bekämpfen. Der befreiendste Tag meines Lebens war der 1. April 1982, der Tag, an dem ich in die Behandlung zur Heroinabhängigkeit begann und zugab, dass ich meiner Sucht gegenüber machtlos war. Und durch die Gnade Gottes bin ich seit mehr als 38 Jahren nüchtern. Ich führe ein großartiges Leben und erwarb einen Abschluss als Ingenieur. Ich leite ein Chemieunternehmen. Aber mir wurde immer gesagt, ich solle nie jemanden von meiner Sucht erzählen. Leute werden schlechte Dinge über mich denken und Geschichten über mich erzählen. Als ich vor einigen Jahren die Epidemie entfalte, wurde mir klar, dass es zu meiner größten Verantwortung werden musste, zu meiner größten Stärke. 2018 beschloss ich, meine Anonymität zu durchbrechen und ich gründete einen Café-Shop namens Hope and Coffee in Pennsylvania. Als Teil des Aufbaus erzählte ich meine Geschichte, um beim Fundraising zu helfen. Das Café befindet sich in einer Kleinstadt. Es ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und es ist ein Café, das Süchtigen in der Genesungsphase beschäftigt. Wir wissen, wie Sie wissen, ist es schwer für Leute, einen Job zu finden, die eine lückenhafte Beschäftigungsgeschichte vorweisen, einen kriminellen Hintergrund oder mangelnde Bildung haben. Es ist ein familienfreundliches Geschäft, das zum Mittelpunkt der Gemeinde geworden ist. Wir haben auch eine Partnerschaft mit unseren örtlichen Schulen geschaffen, damit unsere Baristas eine Berufsausbildung erhalten können und ihren Abschluss machen können und Teil einer Arbeitnehmerschaft werden, die ein nüchternes und besseres Leben führen können. Ich habe es zu meiner persönlichen Aufgabe gemacht, das Stigma der Genesung zu beseitigen.
geben, dass jemand in Genesung alles tun kann, was er will. In diesem Jahr habe ich beschlossen, auch für den US-Kongress zu kandidieren. Wir möchten Sie alle hier einladen, nach Pennsylvania zu kommen und uns zu sehen und unseren Kaffee, einen Kaffee mit uns zu trinken und auch die Genesung anzustoßen. Ein Gespräch und eine Kaffeetasse nach der anderen. Wir sollten weiterhin daran arbeiten. Ich bedanke mich vielmals, dass ich heute hier sein darf. Danke sehr. Das ist wirklich toll. Mein Name ist Lauren Clora und ich bin Leiterin des Hope Cafés. Ich bin auch sehr dankbar, hier sein zu können. Das Café soll ein Ort der Genesung sein und sie soll normalisiert werden. Das Stigma in unserer kleinen Stadt muss verringert werden. Wir schaffen Möglichkeiten, indem wir einfach ein normales Gemeinschaftscafé sind, in das jeder kommen kann und eine Tasse Kaffee genießen kann, Backwaren essen kann, etwas Live-Musik hören kann oder zu einem Abstinenztreffen gehen kann und sprechen kann. Wir sind eine Ressourcendrehscheibe für unsere gesamte Gemeinde. Bislang hat das Hope und Coffee 18 Mitarbeiter beschäftigt und 16 unserer Mitarbeiter befinden sich im Entzug und arbeiten erfolgreich mit ihren Arbeitgebern zusammen. Darauf sind wir sehr stolz. Das möchte ich noch einmal betonen. Das Gegenteil von Sucht ist Nüchternheit. Nein, das Gegenteil von Sucht ist nicht Nüchternheit. Sondern das Gegenteil von Sucht ist positive Verbindung. Ich danke Ihnen. Guten Tag, mein Name ist Brian Corson, Gründer und Geschäftsführer von MVP Recovery. Das ist das größte und umfassende Genesungsprogramm in der Region. Wir befinden uns etwa 15 Minuten von Philadelphia entfernt und ich komme heute hier zu Ihnen als Vater von drei Kindern, als Mitglied der Gemeinde und besonders als Mensch in Genesung. Ich kann sagen, dass ich vor etwa 16 Jahren nicht in irgendein Haus eingeladen worden wäre und dass ich heute im Weißen Haus bin, ist wirklich super. Herzlichen Dank dafür. Das zeigt, dass Genesung nicht nur möglich ist, sondern dass Genesung erstaunlich sein kann. Wenn wir über Genesung als MVP sprechen, dann sprechen wir auch über vier Komponenten der Genesung. Das ist die Gesundheit und die Gemeinschaft. Das sind Dinge, die ein Individuum in einem Genesungsprogramm benötigt und darauf konzentrieren wir uns. Denn wir behandeln oder unsere Behandlungen haben identifiziert, die Menschen, die bei MVP geholfen werden, wie sie an diesen Punkt gelangen können. Und wir haben festgestellt, dass es mehr gibt, als eine langfristige Genesung zu erreichen und sie aufrechtzuerhalten. Wenn wir über eine sinnvolle Beschäftigung sprechen, dann geht es damit Hand in Hand. Das, was wir als Individuum inmitten der Drogenepidemie sehen, sind strafrechtliche Anklagen hinter dem Drogenkonsum. Und diese Straftat verfolgen sie für den Rest ihres Lebens. Wir sagen ihnen, dass in der Genesung alles möglich ist, außer vielleicht diesen bestimmten Job auszuüben. Und das ist es, worauf wir hoffen. Mit der Unterstützung von Personen wie Ihnen, die heute hier sind, um daran zu arbeiten, dass wenn jemand nüchtern wird und jemand in Genesung ist, dass es wir ihm keine Grenzen auferlegen und alle Jobs möglich sind für diese Person. Das sehen wir jeden Tag. Wir sehen, dass Barrieren errichtet werden. Dann kann nicht die volle Verantwortung des Einzelnen sein, sondern es ist eine Folge seiner Suchterkrankung. Wir wollen helfen, sie zu unterstützen und sie voranzubringen. Wie bei den meisten Dingen, die wir identifiziert haben, bin ich mir sicher, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau hat immer die besten Ideen. Und deswegen werde ich auch ihr jetzt das Wort überlassen, denn sie hat viele tolle Ideen zu unserem Projekt hinzugebracht. Und ich möchte ihr dafür danken. Und sie wird jetzt etwas mehr darüber erzählen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement in dieser Sache. Und vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Das ist wirklich sehr toll. Und wir freuen uns, beide hier sein zu dürfen. Danke. Thank you for your commitment to this. Guten Tag, vielen Dank, Herr Dr. Adams, Carol, First Lady und Herr Kudlow. Ich bin ein Mensch in Genesung und wie es in dem großen Buch heißt, werde ich die vier Dimensionen aufbrechen. Aber was für eine Erfahrung, heute hier sein zu können. Wow, ich bin wirklich dankbar. Mein Mann sagte, wir eröffnen MVP Recovery direkt außerhalb von Philadelphia. Ja, es ist wirklich verrückt gewesen. Er wollte eine MVP Recovery Station aufbauen. Und vor etwa 4 Jahren haben wir unser Frauen
Frauen Programm begonnen. Was mir auffiel, war, dass wir in unseren Programmen meistens Männer hatten, die auf Bauarbeiterplätze oder Bauarbeitsplätze zurückgreifen konnten. Oder sie konnten eine Art von oder sie hatten eine Art von Berufserfahrung. Als das Frauenprogramm startete, war das nicht der Fall. Ich habe gesehen, wie Mütter, die sich nach Kräften bemühten, ihre Kinder wiederzubekommen, die sich nach Kräften bemühten, ihre Miete zu bezahlen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und wirklich versuchten, ihr Trauma zu überwinden. Sie bekamen gesagt, nein, nein, wir können sie nicht einstellen. Oder ja, wir stellen sie ein, aber erst, wenn sie eine Hintergrundüberprüfung stattgefunden hat, die sie auch bestanden haben. Und jedes Mal, wenn ihnen ein Nein gesagt wurde, waren sie etwas mehr traumatisiert. Mir kam der Gedanke einer Beschäftigung der zweiten Chance und er besteht im Wesentlichen darin, diese Menschen und nicht nur die Frauen eine volle landesweite Initiative zu geben, um eine zweite Chance zu bekommen, einen Job zu bekommen und wir geben den Menschen endlich einen Job und dessen Mitarbeiter sollen honoriert werden. Wir haben so viele Initiativen bei MVP Recovery, weil wir durch die Arbeit Hand in Hand mit den Betroffenen und durch die Tatsache, dass wir selbst in Genesung sind, erkannt haben, dass Genesung und die Erhaltung langfristiger Nüchternheit ein Puzzle ist. Und es erfordert Aufmerksamkeit auf jedes einzelne Puzzlestück. Und das ist so wichtig, dass wir alle unser Bewusstsein dementsprechend schärfen. Also vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Und dass sie uns helfen, dieses Puzzle zu lösen. Hallo, ich komme aus Anderson, South Carolina. Ich bin Inhaber eines kleinen Unternehmens in der Installationsbranche. Ich habe ein kleines Unternehmen in einer Stadt und es ist ein Segen, hier sein zu dürfen und die Gelegenheit zu haben, vor dieser Gruppe von Menschen zu sprechen und diese wunderbaren Geschichten zu hören. Man muss die Sucht überwinden und man muss sich erholen. Gott sei Dank hatte ich nie ein Problem mit Drogenmissbrauch und ich weiß, es ist ein Segen. Aber ich sehe es jeden Tag und ich versuche mein Bestes, um Gemeindemitgliedern, die Probleme haben, einzustellen und sie zu fördern und ihnen die Gelegenheit und die Chance zu geben. Was ich so oft festgestellt habe, ist, dass sie von vielen Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Was ich mache, ist kein sehr glamouröser Job, aber ich versuche es den Jungs zu erklären, wenn ich sie einstelle. Um auf dieser Ebene zu beginnen, ist gut und ich gebe ihnen die Gelegenheit, mir zu zeigen, was sie können. Und wir helfen ihnen, einen besseren Job zu finden. Wenn sie sich beweisen, das versuche ich ihnen zu erklären. Wenn sie besser werden und einen besseren Job wollen, dann bekommen sie ihn auch. Sie wissen, dass wir für sie da sind. Wir versuchen sie so auf den besseren Weg zu bringen, versuchen ihnen zu zeigen, dass wir sie lieben. Wir wissen, dass es Probleme gibt, aber die Leute und ihr Leben, sie wollen einfach nicht in einer Sackgasse enden. Sie können immer wieder von vorne anfangen. Sie können im Weißen Haus enden, so wie Präsident Trump. So etwas gibt es auch. Man kommt weit, wenn man sich engagiert. Und das ist, was wir den Leuten vermitteln wollen. Wenn man das tut, was man tun soll, und man die Selbstbeherrschung hat und das Selbstwertgefühl erhält von den Leuten um sich herum, dann erhält man neue Gelegenheiten und Möglichkeiten. Das ist nun mal das größte Geschenk, das ich ihnen machen kann, wenn sie mir zeigen, dass sie hart arbeiten können. Ich kann sie soweit fördern, aber vor allem kann ich ihnen helfen, ihren nächsten Schritt zu tun, ihren nächsten Job zu finden und sich mit ihren Familien zu versöhnen. Denn das ist das Wichtigste, wenn das denn für sie auch in Frage kommt. Nun, ich bin für sie da und ich höre ihnen zu. Wir haben einmal in der Woche eine Andacht mit all den Jungs. Wenn sie daran interessiert sind, können sie immer kommen. Es ist ein schlechter Job und ein schlechter Job macht keinen Spaß. Aber Sie müssen nun mal manchmal einen schlechten Job machen, um einen guten zu erhalten. Irgendwo muss man anfangen. Man muss gute Arbeit lernen, in der das Selbstwertgefühl den nächsten Schritt macht. Ich danke Ihnen vielmals, dass ich heute hier sein darf und Ihnen das sagen kann.
Ich denke, dass Sie mit Brian Christine sprechen und Dodd und Minister Scully aus dem Arbeitsministerium und die Statistiken sehen. Dann erkennen Sie, dass Arbeitnehmer in Genesung die besten Arbeitnehmer sind. Sie sind dankbar, aber wir haben die Möglichkeit zu arbeiten, ob es jetzt für den Präsidenten der Vereinigten Staaten ist oder für Sie in Carolina oder in den Restaurants. Es ist die Gelegenheit, wieder von vorne beginnen zu können und jemanden zu haben, der daran glaubt und so zeigen kann, dass die Statistiken so sind, wie sie sind. Ich danke Ihnen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies eines der Dinge ist, über die die Leute nachdenken sollten. Wir werden heute nicht genügend Zeit haben, um über alle Themen zu reden. Aber es ist eine der Dinge, aus föderaler Sicht unbedingt drüber sprechen müssen, wenn ich ja nochmal einhaken darf. Es liegt uns sehr am Herzen und wir müssen auch realistisch sein. Sie leiten eine Installationsfirma und Sie sind kein Psychiater. Sie sind kein Experte für Behandlungen. Sie sind nicht unbedingt jemand, der für diese Probleme ausgerüstet ist. Wir wissen, für Menschen in Genesung ist die Unterstützung in den Gemeinden wichtig und auch verfügbar. Deshalb wollen wir verstehen, was wir tun können, um diese Verbindung zwischen den Diensten und ihrer Gemeinde die bereits vorhanden sind, zu verbessern und zur Verfügung stellen zu können und die Möglichkeiten, die sie den Menschen geben können, damit ihre Genesung maximal erfolgreich sein kann, damit wir diese Verbindung einfach herstellen können für sie. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass Sie das herausgestellt haben. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aussage. Hallo zusammen, ich bin Julie Funkhauser. Ich bin Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Recovery Connection. Es ist mir wirklich eine Ehre und ein Privileg, heute hier sein zu können. Ich hoffe, dass ich nicht die Einzige bin, die heute Morgen sehr nervös war. Ich muss Ihnen mitteilen, ich muss Ihnen wirklich sagen, nachdem ich all Ihre Geschichten gehört habe und wir ein paar Worte ausgetauscht haben, bin ich gar nicht mehr so nervös. Ich bin froh, Sie alle getroffen zu haben. Es zeigt mir einfach immer wieder, dass Sie wissen, dass Genesung überall sein kann, sogar im Weißen Haus. Ich spüre die Liebe und ich spüre die Authentizität und die Aufrichtigkeit. Ich bin ein Mensch in Genesung selber. Ich habe im April 12 Jahre gefeiert. Ich stamme aus Virginia und Recovery Connection ist ein Übergangsprogramm für Frauen, die mit Drogenkonsum und Sucht zu kämpfen haben. Meine Partnerin ist ebenfalls auch meine beste Freundin Meredith. Sie ist heute auch hier. Gerade haben wir unser zweijähriges Jubiläum gefeiert und wir sind auf der Peer-Support-Basis. Ich bin ein zertifizierter Peer-Recovery-Spezialist und ich bin auch zertifizierte Narkoseärztin und Ausbilderin sowie zertifizierte Erzieherin und Trainerin. Wir glauben an eine Kultur der Transparenz. Im Moment sind wir noch sehr klein, aber wir sind im Begriff zu expandieren, so dass wir nicht nur in stationäre Behandlung gehen können und unsere Patienten nicht nur stationär behandeln können. Wir integrieren klinische Dienstleistungen, was auch aufgrund aufregend ist, was auch sehr aufregend ist. Und deshalb freue ich mich auf eine Diskussion, zumindest auf der Ebene des Bundesstaates in Virginia. Einige der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist die Beschäftigung von Menschen in Genesung in einem klinischen Umfeld. Denn oft werden sie von ihrer Sucht verfolgt. Das ist etwas, mit dem wir regelmäßig konfrontiert werden, weil wir uns gerade im Einstellungsprozess befinden. Ich habe eine Schlange vor der Tür von Menschen in Genesung, die für uns arbeiten wollen, weil sie diese unausgesprochene automatische Einfühlungsvermögen haben. Aber wir können das nicht tun, weil es eine Gesetzgebung gibt, die dies verbietet. Ich freue mich auf eine Diskussion und ich bin auch eine Verfechterin der psychischen Gesundheit und der Genesung. Leider habe ich meinen Mann Danny am 11. September 2018, der schon eh ein sehr trauriger Tag ist, durch eine Überdosis verloren. Zum zweijährigen Todestag habe ich die Ereignisse, die zu seinem Niedergang führten, realisiert. Und ich will auf einige Lücken hindeuten im System. Im System existieren tatsächlich viele Lücken und er ist leider durch jede dieser Lücken gefallen, die es gab. Und so fand ich eine Leidenschaft in verschiedenen Arten von Kriseninterventionsdiensten. Ich bin sehr begeistert und engagiert und ich möchte, oder beziehungsweise seit dem 1. Juli im Bundesstaat Virginia existiert das Gesetz SB 903. Es ist die Grundlage für die
die Bereitstellung von Standardanweisungen für den Umgang mit Notfällen im Zusammenhang mit der Verwendung von Drogen in der Notaufnahme für Krankenhäuser. Als ich beschloss, mich auf die Anwaltschaft zu stützen, wusste ich nicht, was ich tat. Ich hatte ehrlich gesagt wenig Ahnung. Aber ich erinnere mich, wie ich zu meinem Vater sagte, als ich damit begann, dass ich eines Tages ins Weiße Haus kommen werde. Und er sagte, Kind, wenn du das tun möchtest, dann wirst du das auch schaffen. Und nun bin ich heute hier. Ich bin wirklich sehr stolz darauf. Auch mein Vater hat 36 Jahre Abstinenz hinter sich und ich bin wirklich sehr glücklich. Vielen Dank, das ist toll. Three, four people to speak. So if we could keep that in mind so that everybody gets a chance to speak. Doc, the director. Mein Name ist Greg Nally. Ich bin Chefkoch und Gründer von Nally Fresh Restaurants in der Region Baltimore mit 11 Standorten. Drei davon nutze ich ausschließlich für das, was ich eine zweite Chance nenne. Das sind nicht nur Drogen und Alkohol, es ist eine Rehabilitation aus dem Gefängnis und eine Menge anderer Dinge. Es ist besser, zwei oder drei zu haben und sich wirklich sehr auf die Energie und die Synergien zu konzentrieren mit den Leuten. Es ist die Verbindung von Menschen, mit Gleichgesinnten, so wie mit Larry es sagte. Er gab wirklich den Ton an für die heutige Unterhaltung und Diskussion. Diese ganze Sache ist für mich nur ein Symptom. Drogen sind für mich nur ein Symptom einer größeren Krankheit. Es ist alles andere. Es geht darum, wie ich damit umgehe. Wenn ich es mir selbst überlasse, dann funktioniert es nicht. Ich will mich nur schnell wieder gut fühlen und ich will mich so leicht fühlen, wie es nur geht. Das ist das Gefühl, das man hat als Drogenabhängiger. Das war lange Zeit für mich Drogen und Alkohol. Jetzt ist dem nicht mehr so und ich hatte eine neue Chance bekommen. Ich bin wirklich sehr glücklich. Und das versuche ich heute allen zu predigen, die mit mir arbeiten. Ich bin sehr glücklich, dass ich hierher gekommen bin. Heute und gerade jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich mich in Genesung befinde und dass es mir gut geht. Ich danke Ihnen wirklich, dass ich heute hier sein kann, denn auch vor vielen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich heute hier sein könnte, hier im Weißen Haus mit Ihnen allen. Ich bin wirklich froh über dieses Privileg, heute hier sein zu können. Also danke noch einmal auch an Larry, dass Sie so offen über Ihre Erfahrung gesprochen haben. Das bestätigt mich auch weiterhin, offen zu sein. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber ich muss sagen, Greg, ich habe über die Länder gesprochen, bevor ich sie besuchen konnte. Und ich erzählte die Geschichte über die Praxis dort, weil sie mich wirklich umgehauen hat. Weil man oft eine Situation sieht an einem anderen Ort und an dem ein oder zwei Personen in Genesung sind. Und ähnlich wie bei Patty, Greg hat mich geohrfeigt und gesagt, nein, 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 wir bringen alle gemeinsam an einen Ort, weil sie erkennen können, wenn jemand abrutscht. Jemand, der selbst in Genesung ist, erkennt, wenn jemand anders davor ist, rückfällig zu werden. Sie können das viel eher erkennen als jemand, der nicht in Genesung ist und nicht mit den gleichen Dämonen zu kämpfen hatte wie Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie mich zu Beginn meiner Amtszeit auf den richtigen Weg gebracht haben. Ich danke Ihnen. Hallo, ich bin Dr. Donovan Beck, CEO und geschäftsführender Direktor von Williams Health and Wellness. Ich bin auch praktizierender Arzt. Ich danke Ihnen allen, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir eine unglaubliche Ehre. Wir sind in Virginia, direkt an der Grenze zu Kentucky, das, wie Sie wissen, von der Opioid-Epidemie und der Sucht verwüstet wurde. Unsere Klinik ist ein staatlich anerkanntes Gesundheitszentrum, aber wir sehen es als den wirtschaftlichen Motor für die Gemeinde. Wir sind eine herkömmliche Klinik, aber wir haben viele Dinge außerhalb des üblichen Rahmens getan. Unser Motto ist, anders zu sein. Und das ist sehr wichtig, um das Stigma, über das wir alle hier gesprochen haben, zu beenden. Wir haben einen Bauernmarkt gegründet. Wir haben einen Gemüsegarten angelegt, mit dem unsere Klinik zusammenhängt. Eine Sache, die passierte, nachdem wir mit unserem medizinischen unterstützenden Behandlungsprogramm begonnen hatten, war, dass ein integraler Bestandteil der Genesung die Beschäftigung war. Also haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um eine Bäckerei zu gründen, die sich erstaunlich gut entwickelt.
Es hat sich nicht nur bestärkt, dass wenn wir mehr Arbeitgeber finden, die bereit sind, Menschen in der Genesung ein Risiko einzugehen und sie einzustellen, dass das vorteilhaft für unser Programm ist, aber auch für die Gemeinschaft auf dem Weg zur Genesung. Mit den Community Colleges arbeiten wir zusammen an der Schaffung eines Zertifizierungsprogrammes. Wir werden mit den Programmen und den Arbeitgebern beginnen, die daran interessiert sind, unsere Patienten, die sich anzustellen und zu beschäftigen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, mit ihnen zusammenzuleben, weil, wie Dr. Adams schon gesagt hat, es gibt uns die Möglichkeit, dies zu tun. Ich danke Ihnen vielmals für die Option, hier heute sprechen zu können. Danke. Guten Tag allerseits, mein Name ist Keegan Wicks und ich bin ein Mensch in langfristiger Genesung. Ich gehöre zu Voices and Faces of Recovery und insbesondere möchte ich in einem Moment über das Wort Verbindung sprechen, auf das wir heute den ganzen Tag schon zu sprechen kommen. Ich denke, es ist eine tolle Beschreibung und etwas, das wir mitnehmen sollten, wenn wir den ganzen September während des nationalen Genesungsmonats durchreisen. Denn wir sind sehr glücklich darüber, hier zu sein und die Gelegenheit zu bekommen. Ich ermutige Sie alle, uns weiterhin zu begleiten und uns mit ihren Gemeinden in ganz Amerika zu feiern. Dafür bin ich sehr dankbar und lassen Sie uns in Verbindung bleiben. Ich danke Ihnen wirklich vielmals und machen Sie weiter mit Ihrer tollen Arbeit. Ich bin Tracy Strawberry und dankbar, hier zu sein. Ich bin die Frau des ehemaligen Major League Baseball-Spielers Daryl Strawberry, dessen Geschichte sehr öffentlich war und es zeigt, dass Sucht und Alkoholismus jeden treffen können. Ich bin auch selber 21 Jahre frei von der Sucht. Ich habe das Sorgerecht allerdings für meine Kinder aufgeben müssen. Wir sind starke Befürworter der Versöhnung der Familien. Wir sind auch starke Befürworter der Gemeinschaft von Familien, Personen, aber auch unserer Kinder und Familien. Entwicklungsressourcen und die Familien und die Personen zu versöhnen. Wir stellen Ressourcen zur Verfügung und auch den privaten Sektor nutzen wir dafür, dies zu tun. Ich habe begonnen, meinen Weg zu finden und im privaten Sektor schaffe ich Programme für Arbeitgeber, Organisationen, Kirchen und alle Organisationen insgesamt. Wie gehen wir mit der Frage der Genesung um? Wie entfernen wir das Stigma und was brauchen wir? Wie können wir diesem Bedürfnis gerecht werden? Die Gemeinschaft ist bereit und ich möchte jeder einzelnen Person danken, denn die Genesung wäre nicht möglich ohne jede einzelne Person von Ihnen hier und außerhalb der vier Wände, die sich an der Gemeinschaft beteiligt und das tut, was sie tut. First Lady, ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen für die Position, die Sie einnehmen, um uns zu helfen, dieses Stigma zu durchbrechen und für alles, was Sie für uns tun. Ich danke Ihnen. Ich möchte allen danken, aber vorher möchte ich noch kurz etwas sagen, dass wir eine ganze Weile weitermachen können und darüber sprechen können. Ich weiß, das Thema ist sehr interessant, also lassen Sie uns bitte in einem weiteren Dialog bleiben per E-Mail, lassen Sie uns Business Cards austauschen und die Diskussion auf diesem Wege vorantreiben. Kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Wir wollen einen Weg finden, jede der Geschichten hier, die Erfahrungen zu veröffentlichen und zu katalogisieren. Denn wir wissen, dass es bis zu einem gewissen Grad zur Evidenzbasis gehört, die notwendig ist, um neue Richtlinien zu schaffen und die Finanzierung von Ressourcen weiter zu erleichtern. Und das ist eine Möglichkeit, das Stigma zu beseitigen. Deshalb habe ich einen Bericht des Generals im Oktober über die Gesundheit und den wirtschaftlichen Wohlstand der Gemeinde. Der wird erscheinen und wir werden über Arbeitsplätze, aber wir werden auch über andere Unternehmen und die vielfältige Weise in ihren Gemeinden investieren und sprechen. Eine Sache, die ich tun kann, ist herauszufinden, wie wir sie alle mit einigen akademischen Zentren zusammenbringen können und mit der Veröffentlichung beginnen können. Einige Geschichten, wie sie in der Harvard Business Review erscheinen, ist ein bewährter Weg, ihre Belegschaft zu vergrößern. Eines der Probleme ist, dass jeder von Ihnen, der ein Unternehmen besitzt, auch Anwälte hat, deren Aufgabe es ist, sie zu beschützen. Und diese sind ebenfalls stigmatisiert. Wir müssen also nicht nur veröffentlichen, wenn es kein rechtliches Risiko gibt,
Risiko darstellt, sondern sie haben auch weniger Schadensersatzanforderungen. Und diese Leute haben ein geringes rechtliches Risiko. Das ist etwas, das wir meiner Meinung nach gemeinsam tun können und dazu beizutragen, dass diese Geschichten gelesen werden und damit das Stigma in der Literatur auch aufbrechen kann und einen Weg schaffen, damit andere Menschen ihrem Beispiel folgen können, um Gutes zu tun. Daran wollen wir arbeiten. Und ja, daran sollten wir wirklich gemeinsam arbeiten. Ich denke, das ist gut. Abschließend hoffe ich, mit Ihnen allen in Kontakt bleiben zu können. Ich habe Sie schon an vielen Orten besuchen können. Ich freue mich darauf, Ende Oktober nach North Carolina zu reisen und nach North Dakota. Die Realität sieht aber so aus, dass Sie alle aus dem ganzen Land gekommen sind, um heute bei uns zu sein, um Ihre Geschichten von Genesung und Hoffnung zu erzählen und darüber zu sprechen, dass das Leben weitergeht. Mit der Liebe und der Unterstützung und mit dem Glauben an Gott ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Fortsetzung, dass dies eine Fortsetzung sein kann der Genesung und der Abstinenz. Dies wäre jedoch nicht möglich ohne die mutige Führung der First Lady Melania Trump und auch nicht ohne ihre freundliche und freundliche Gastbereitschaft und Großzügigkeit, uns hier in Ihrem Zuhause willkommen zu heißen. Frau Trump, ich danke Ihnen, dass Sie diese Veranstaltung hier bei Ihnen zu Hause ausrichten und es uns ermöglicht haben, die Geschichten der Menschen zu hören, um Gottes Werk zu tun und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Ich danke Ihnen wirklich sehr dafür. Sie sind toll. And the personal stories on the rebound. So thank you very much. Thank you. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichten und Glückwünsche an Sie alle weitergegeben haben. Bitte arbeiten Sie hart und beseitigen Sie das Stigma. Das ist es, was wir brauchen. Wir müssen mehr reden und immer mehr Menschen müssen es hören. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie heute hier im Weißen Haus zu diesem wichtigen Gespräch gekommen sind. Denn das Drogenproblem unserer Nation wird nicht von einer Person gelöst werden. In der Betreuung von Familien, Gemeinden, Gotteshäusern und Menschen brauchen wir Menschen wie Sie, die zusammenkommen, um unsere Kinder etwas zu geben, die allerbeste Zukunft. Ich weiß Ihre Zeit und Ihr Engagement für dieses Thema zu schätzen. Seien Sie sicher und Gott segne Sie. Gott segne Ihre Familie und Gott segne unsere große Nation. Ich danke Ihnen wirklich, dass Sie alle zusammengekommen sind. Danke.